Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein, The New Colossus. Ich hätte beinahe Order gesagt. Ja, wir sind auf dem U-Boot unseres Teams hier von dem Widerstand unterwegs und finden erstmal eine Karte. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, was haben wir denn hier alles? Ja, das ist ja riesig. Ich habe hier einiges zu tun und einiges zu entdecken. Finde ich aber ziemlich nett, dass das jetzt hier so ein bisschen unsere Nebenmissionen auch zeigt vielleicht. Wir müssen nämlich das Schweinchen füttern, das ist unsere erste Nebenmission. Ach schön, ich mag das doch. Schweinchen füttern. Das ist auch ein ganz, ganz hübsches Schweinchen. Ihr werdet es vielleicht nochmal sehen später. Oder habt es letzten Part gesehen. Selbst Notiz bezüglich Carolines Motorrüstung. Diese Rüstung, die Caroline trägt, ich muss zugeben, sie ist überaus faszinierend. Die Details, die Handwerkskunst, nahezu perfekt in der Ausführung. Ein wahrhaft großartiges Beispiel für eine Dart-I-Shoot-Konstruktion. Wenn ich in Carolines Nähe bin, kann ich kaum wegsehen. Tja, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert gebaut. Der genaue Zeitpunkt lässt sich schwerlich bestimmen. Als ich klein war, hörte ich in den Geschichten der Älteren davon. Selbst ein Tollpatsch wie ich könnte ihr zum besten Athleten der Welt werden. Mit ihr, ja. Die Ingenieure haben verschlüsselte Nachrichten im Inneren des Anzugs hinterlassen, die ich bereits versucht habe zu entschlüsseln, bislang ohne Erfolg. Naja, ich werde mich ihnen irgendwann wieder zuwenden, wenn ich Zeit habe. Interessant. Im Anzug haben sie Notizen hinterlassen. Ja, ich befürchte aber ehrlich gesagt, Blasco wird ohne die Rüstung echt nicht mehr lange durchhalten. Danach ist vorbei. Setz Tagebuch. 5. April. Was für ein schöner Tag. Die Leute haben mir allerlei Fragen über die Dart-I-Shoot gestellt. Sie versuchen zu verstehen, das sehe ich ein, aber es ist für sie nicht leicht. Ich muss mit ihnen wie mit Kindern reden, das komplexe, esoterische auslassen. Die Dart-I-Shoot sind eine uralte, mystische Organisation. Wir bestehen länger als die großen Weltreligionen. Wir sind Denker, setzen Mathematik ein und bauen Gerätschaften, um in Verbindung mit Gott zu treten. Sowas in der Art. Ich wurde als kleiner Junge eingeschworen und auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten, die Dart-I-Shoot wirklich zu verstehen. Nein, wir wollen nicht die Welt kontrollieren. Nein, wir wollen nicht, wir wollen den Planeten nicht mit überlegener Technologie zu stören. Ja, die Dart-I-Shoot sind jedem gegenüber offen, die neugierig sind und Gott erreichen möchten. Oder der neugierig ist und Gott erreichen möchte. Aber waren Sie nicht Uhrmacher, Herr Roth? Roth? Nein. Ja, manchmal. Der Uhrmacher war vor langer Zeit meine Tarnung vor dem Krieg. Tja, nun. Vielleicht verstehen Sie es doch alles irgendwann. Jetzt lockt mich der Schlaf. Dem werde ich mich ergeben. Gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht gleich automatisch hier weitermache und es dann was überspringt, aber ich möchte mich wirklich, wirklich, wirklich gerne hier noch ein bisschen umsehen auf dem U-Boot. Bei mir bist du schön. Oh. Nein, 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 nein! Nein, nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines Totenkopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam-Katze Shoshana. Schauen Sie, der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blaskowitsch. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier, ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein. Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus, mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue es mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich liebe diesen Mann, der ist so super. Der ist total blemblem, so ein bisschen wie Professor Farnsworth in Futurama. Es ist einfach fantastisch. Ein schönes Zuhause für uns, Caroline. Sie lagen immer richtig.
Oh, wie riesig groß das U-Boot ist. Mensch. Ist klar, warte mal. Shooting Range, da haben wir es doch. Und Ammo-Depot. Das ist halt Shooting Range. Ja, da soll ich hin. Oh, guck mal, das Affenkätzchen. Es ist so toll. Ich habe das Vieh jetzt schon lieb gewonnen, wirklich. Das ist so klasse, Mann. Das ist so klasse. Okay, wir gehen zur Shooting Range. Das ist, ja, schau ich mir mal an. Vielleicht ist es ja ganz spaßig. Da kann ich mal so ein, zwei Ründchen wagen. Oder vielleicht auch nicht. Hey! Du willst Fang spielen, was? Das Crafting? Verbesserungskit? Was? Was? Okay. Das ist, warum... Okay, ja, sind die Punkte. Was? Bombarde ist der beste. Anya? Was? Anya? Wyatt, Max und Shoshana. Was ist das Äffchen? Das Äffchen Shoshana. Ich hol mir gleich die Drohne, warte mal. Das Ding kennen wir noch aus dem Vorgänger. Oh, das kann ich jetzt nicht mehr craften. Warte mal, wie... Ach, Waffen, hier haben wir es doch. Alles klar, gut. Magnum, höherer Schaden, stärkerer Rückschuss, aber lauter. Ein erweitertes Magazin. Schalldämpfer, das ist, glaube ich, direkt mal interessant. Ein Scharfschützenzielfernrohr für das Sturmgewehr, panzerbrechende Munition, Doppelmagazin. Für das Maschinenpistölchen, ein Nagelgewehr. Wird vor dem Abschuss erhitzt. Okay. Aber dafür sind sie langsamer. Ist es so? Macht das so viel aus? Trommelmagazin, also mehr Munition. Und auch hier ein Schalldämpfer, sehr geil. Dieselkraftwerk, Zündmündung. Aha. Entzündet den Diesel, sobald er den Lauf verlässt. Superladung. Aufladen. Größerer Tank. Ja, mehr Tank halt, ne? Splittergranaten kann ich machen. Dieselgranaten. Was? Einen großen Feuerball. Alter. Elektromagnetisch. Schaltet Maschinen aus. Das wäre ziemlich praktisch. Aber ich glaube, ich nehme erstmal den Schalli. Ich weiß, ich soll es vielleicht auch für die Maschinenpistole. Aber die Pistole gefällt mir halt echt immer so ein bisschen am besten. Zack. Was habe ich denn jetzt schon? Oh, wie cool. Piu, piu. Ja, das ist natürlich perfekt zur Infiltration. Ihr wisst ja, wie ich spiele. Infiltrieren ist halt genau meins, ne? Auch wenn ich nicht so gut schleichen kann manchmal. Aber ich mach's doch gerne. Gerne mach ich das. Gerne. So, was ist das Ding jetzt? Komm her. Dumme Drohne da. Was? Ich hab's schon. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Was ist denn hier hin? Wieder an den Anfang hier. Okay. Das ist so cool, Mann, das U-Boot. Ich will das hier alles ein bisschen erforschen jetzt. Ich find's geil. Was ist das Ding jetzt hingeflogen? Lebensenergie. Irgendwo da runter wahrscheinlich. Noch weiter rauf. Meep. Riesig ist da wieder dieses U-Boot, Mann. Es ist halt... Es ist bestimmt 10-mal so groß wie das Hauptquartier vorher. Okay. Ich sehe hier... Nee, warte mal. Ich darf hier nicht rauflaufen. Ah, ich dachte schon. Warte. Okay. Das war's. Wo nehmen die ganzen Pappkameraden her, bitte? Ja. Also Bombardesrekord schaffe ich doch locker, oder? Äffchen sowieso. Das ist ja super easy. Ja. Kommt da noch was oder war es das jetzt? Ich glaube, das war's. Okay. 250. Hast du das? Oh, sie hat schon. Mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Bombarder 375. Okay.
Das überbiete ich doch. Oder Hallo, Rita. Captain. Ritva. Nicht aufgeben. Es gibt noch viel zu tun. Nö, ich mach das nochmal, Ritva. Keine Sorge. Mist, wie kann ich das jetzt... Was ist Munition dafür? Auch nicht. Wo ist denn die Munition für das Maschinengewehr, bitte? Hallo? Ist nicht, ne? Oh, mach mal. Machen wir jetzt. Einfach. Easy. Easy, easy. Gibt da mehr Punkte? Kopfschuss oder was? Achso, ich sehe ja die Punkte da hinten angezeigt. Ja gut. Das hat alle Treffen. Ich habe den ganz hinten erst nicht gesehen, weil es da ein bisschen neblig ist, ehrlich gesagt. Ach jetzt? Ja, jetzt sehe ich den natürlich. Wenn man drauf achtet. Ja, ja, Bombarde. Komm. Hab ihn. Hab deinen Rekord, Mensch. Müsste mal überbieten. 425. Hast du eingetragen? Ich hoffe es doch. Guten Dankeschön. Tag. Guten Tag. Will ich jetzt was? Nee, ne? Hey. Hey. Was soll das? Okay, ja, das war jetzt nicht besonders schwer. Ach, hier ist Z. Ich rede immer mit Z. Sag ihm Bescheid wegen der Drohne, Riese. Oder? Wie war meine Schießanlage? Ja, geht so. Geht so. Und jetzt? Und? Ja, geht, ne? Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. Herr Blaskowitz, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, 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 ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Oh, guck mal hier, Shoshana. Guck mal. Mit dem kleinen Sie leeren Käfer, Fernseher. Herr Set? Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Du das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Oh, Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Ah. Das ist nur Fantasie. Mutter mag keine Fantasie. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch, fantastisch. Ich weiß kaum was über ihn, nur dass er viel schwitzt, immer Golf spielt und nach Zwiebeln riecht. Das ist ja traumhaft. Ich hasse Zwiebeln. Ihre Mutter hat Ihnen doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Sie können sich auf romantische Abenteuer einlassen. Tun Sie es einfach. Ja. Ja. Das stimmt wohl. Mond, Mond. Ach, sie ist eine Süße. Mädchen, tun Sie mir einen Gefallen und... still. Immer nur am Plappern. Mond, Mond. Oha. Ja, ja. Vereint wir sind unter dem großen Forscher. Ach du. Mond, Mond. Ja, ja. Das ist jetzt... Vereint wir sind unter dem großen Forscher. Du hast eine wunderschöne Stimme, Sigrun. Die hat ja ungeahnte Talente. Nee, also wirklich, das ist jetzt der Wahnsinn. Ja, nee, ich bin total überrascht. Ich bin total hin und weg von deiner Stimme, Mädchen. Ich glaube, ich habe mich spontan verliebt. Wenn Anja nicht wäre, Mensch. Oh, Concept Art. Aha. Okay. Ich habe noch welche gefunden übrigens. Sorry, habt ihr nicht gesehen, weil... Ja, das Spiel hat sich kurz aufgehängt. Da habe ich mich nur ein bisschen umgesehen hier. Also hat sich nicht aufgehängt, aber ich habe... Keine Ahnung. Hat irgendwas nicht gestimmt. Ich weiß auch nicht warum. Die Frames gehen ein bisschen runter manchmal. Liegt aber nicht an mir. Vielleicht liegt es am Spiel. Setz Notiz. Ich bin fasziniert von dem Tank, den Caroline aus der Basis in Paris sicherstellen konnte. Sie arbeiten offenbar an einem neuen Typ von Maschinensoldat, der ausschließlich für den Kampf gezüchtet wird. Er hat eindeutig organische Eigenschaften, ist aber viel stärker und widerstandsfähiger.
biologisch, aber dennoch künstlich hergestellt. Es handelt sich dabei nicht um einen Erwachsenen mit veränderter Physiologie, sondern etwas vollkommen anderes. Oh Gott, ich befürchte Schreckliches. Ja, ich habe die Flüssigkeit zum Konservieren des Körpers erkannt. Basiert auf einer alten Dati-Shoot-Technologie. Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit etwas Ähnlichem experimentiert habe, um Frösche und dicke Käfer zu konservieren. Es war jedoch nicht so weit entwickelt. Diese hier hat den Zersetzungsprozess von Junas Körper im anderen Tank, den wir im Lager aufbewahrten, völlig ausgesetzt und hält sie in einer Art Koma. Pauline möchte, dass ich sie alleine lasse. Ich werde der Bitte natürlich nachkommen. Allerdings habe ich keine Hoffnung, Das Mädchen ist hirntot. Wer ist Juna? Okay, Juna? Ja, ja, ist ja gut. Konzeptart und so weiter. Ist gut. Wer ist Juna? Habe ich sowas verpasst mit Figuren hier aus dem Spiel? Oh, guck mal, ich habe sogar einen kleinen Hanfgarten. Ja, das ist Farn, oder? Und Glücksblätter. Nee, nicht Kleeblätter. Nein, auch nicht. Könnten Erdbeeren sein. Ich kenne mich nicht sehr gut aus in der Botanik. Oh. Schade. Hangar. Ah, okay. Das wird wohl später interessant. Aber so geil, dass wir jetzt einfach mal hier wieder so einen Hub haben, wo wir uns umsehen können, wo es vielleicht ein paar Nebenmissionen gibt. Ich muss aber noch das Schweinchen füttern, Leute. Ich muss was für Rosa finden. Die hat echt Hunger, das arme Ding. Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Das macht vielleicht Wyatt. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand Passenderen gefunden haben? Was weiß ich schon. Ich gehöre ja nicht gerade zum inneren Kreis. Mio Dio. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Mio Dio, nicht Dios Mio. Ich könnte jetzt wieder ein bisschen rumklugscheißen, weil Captain Blazkowicz. Gunnars Dotter, Dottir heißt eigentlich so viel wie die Tochter von Gunnar. Und Gunnarsson wäre dann der Sohn von Gunnar. Ich glaube, so in den nordischen Ländern, ja, war das eine Zeit lang, oder ist es immer noch Tradition, dass die Söhne immer den Namen des Vaters übernehmen und dann heißen Jalfsson oder Gunnarsson. Ja, lass mich da mal was erzählen, Alessandro. Mann. Ist ja auch egal. Die neue Wahrheit. General Engel zerstört Versteck amerikanischer Terroristen. Washington, 24. Juni 1961. Ein offizieller Sprecher des Ausmerzers gab gestern bekannt, dass General Engel erfolgreich ein Versteck gesuchter Terroristen in den Rocky Mountains nahe Denver zerstörte. Ja. Die feigen Terroristen waren seit Jahren auf der Flucht, nachdem sie bei einem Bombenanschlag auf eine amerikanische Mittelschule 58 unschuldige Kinder töteten. Natürlich. Natürlich ist jetzt nicht Propaganda. Ist alles passiert. Bei dem von General Engel befehligten, äußerst präzise durchgeführten Bombardement wurden alle Terroristen getötet. In einer Pressemitteilung dankte General Engel unserem geliebten Kanzler für seine ewige Weisheit und seinen Rat, die Region in der Nähe von Denver zu untersuchen. Weiterhin teilte sie mit, dass es patriotischen Bürgern zu verdanken sei, dass die Terroristen ausfindig gemacht werden konnten. Es ist wichtig, dass wir die unerwünschten Elemente unserer Gesellschaft entfernen, damit wir in Frieden leben und nach der Größe greifen können, die uns bestimmt ist. So General Engel in einer Ansprache zu Beginn ihrer Terroristenjagd, die vor einem halben Jahr begann. Jemand hat mit blauen und gelben Wachsmalstiften eine alberne Brille, einen großen Schnurrbart und eine Pfeife auf das Gesicht von General Engel gemalt. Wenn das mal nicht Max war. Ach ja, wie gesagt, also Fräulein Engel, ich finde sie einerseits total zum Kotzen, aber andererseits ist sie so toll als Bösewicht. Ich feiere sie so ein bisschen. Wer schnieft denn da die ganze Zeit? Noch eine Starkarte. Oscar Oathgrove. Ist das Anya? Oh, hat sie etwas schon wehen? Nee. Nicht, dass sie jetzt schon hier atmen übt und so weiter, ne? Das kann ja sein. Oh, eine Gitarre. Wenn jemand nicht von Jay ist. Anya, nicht weinen, Mädchen. Liebchen, doch, es ist Anya. Ich will jetzt nicht. Ich weiß, ich will jetzt nicht mit ihr reden, weil am Ende haben wir nichts für das Schweinchen zum Essen. Und das möchte ich unbedingt noch machen, weil das ist mir wichtig, wirklich. Carolines Tagebuch. Nachdem BJ General Strasse getötet und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hatte ihre Fortschritte in der Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, gedemütigt, aber das genügt nicht, wir brauchen mehr. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir an Boden gewonnen haben, um es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Juna irgendwie helfen könnte. Wer ist Juna nochmal? Ich komme beim besten Willen nicht drauf.
In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beunruhigend nahe gekommen. Ich muss mit Seth darüber sprechen. Caroline. Oh, Anja. Es ist wahrscheinlich eine furchtbare Situation. Ich meine, sie ist schwanger. Immer noch sind wir auf der Flucht vom Regime. In der Zeit hier ein Kind kriegen, ist es bestimmt nicht so einfach. Ich meine, wenn es halt mal da ist, ist es da. Aber das kann wahrscheinlich im ungünstigsten Moment einfach mal kommen, dass es halt auf die Welt will. Sucht sich ja keiner aus. Ich meine, es passiert halt. Was ist das denn? Ah. Aber hier finde ich ja bestimmt was zu futtern für das Schweinchen. Fresh goes here. Ja. Ist hier keine... Guck mal, das sind überall Konserven, aber sind die alle leer? Da fehlt ja hier was zu fressen für das Schweinchen. Futtere Rosa. Das ist Anja. Haben wir da eine Markierung vielleicht? Warte mal. Die Legende Schießanlage. Wilds Kabine, BJs und Anjas Kabine. Hm, ich glaube nicht, dass wir hier was finden, oder? So missionsstilmäßig für das Schweinchen. Oder vielleicht hier in der Kantine. Guck mal. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Nostromo. Kennt ihr? Also Alien und so weiter. Der Original Alien mit Sigourney Weaver. Super geiles Ding. Oha. Trommeln. Heated Meat. Trommel. Was? Trommeln. Oh, guck mal her. Oh, Buchen. Buchen. Hey. Ich möchte gerne was bestellen. Club Wiesenau, was ist das denn? Ach, du Heiliger. Guck mal, wie viel denn noch ist. Das ist unglaublich. Ich habe gerade erst mal so einen kleinen Teil gesehen, des Ganzen hier. Das ist so cool, Mann. Das ist richtig, richtig cool. Das finde ich so, um so vieles besser. Das ist der alte Unterschlupf, der war so langweilig im Gegensatz dazu. Oh, schon wieder. Concept Art. Ah, die Hammerfaust. Das ist das U-Boot. Oh, ich will gar nicht wissen, wie riesig das ist, ne? Oh, Jazz. Ich mag kein Jazz, aber gut. Ist Geschmackssache, glaube ich. Ist mir zu wild irgendwie. Bonjour, na? Capitaine. Bonjour, Francine. Je m'appelle, Die Huga. Stimme sagt, ja? Sie haben große Schmerzen. Ja. Etwas frisst sie von innen auf. Du wirst lachen, das Hallo. Ist nicht nur... Nein, nicht sie. Was? Das ist nicht nur metaphorisch. Das ist wirklich so. Lasko stirbt, glaube ich, langsam, weil er echt... Okay. Ich müsste da auch innere Vergiftung haben, weil die Organe sich so ein bisschen... Ne? Ich weiß nicht. Also, aus die Organe entfernen müssen, so ein Stück des Darms, oh? glaube ich. Also, wir sollten keinen Käse mehr essen, glaube ich. Ja, ich möchte mit dir reden, Frau. Töten oder getötet werden, Monsieur. Wenn ich sie sehe, sagt die Stimme mir, dieser Mann ist der größte aller Killer. Ja, ich nehme mal ein Bierchen, ne? Danke. Er trinkt sie gleich. Was soll ich dem Schweinchen geben? Mit Bier gefüttert und massiert, das wird... Oh, ich kann den Klassiker hier spielen. Oh nein, yes we can. Ist so ein Obama-Ding wieder, hä? Huh? Ah, was haben wir denn da? Vater Jacques Brief, 10. November 1946. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in unserem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen. Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen, wir sind glücklich und vor allem stolz, denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich so viel zu sehen, zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse ist. Beschreibe deinen Alltag, wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Dieser Hans Wurst wird bald weg vom Fenster sein. Die Leute müssen seine Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. In Liebe, dein Vater Jacques. Naja gut, ist leider nicht ganz so passiert. Maria Laurent? Okay. Auch wieder ein neuer Charakter. Vielleicht lernen wir daraus über sie kennen. Wer weiß, weil bis jetzt ist es alles ein bisschen... Die haben zwar alle Namen. Ja gut. Euler. Bleiben Sie stark. Ja, locker. Das Buch ich mein, der Zukunft enthält viele leere Seiten. Ich weiß. Ich weiß. Aber solange wir den Anzug haben, ist es, glaube ich, alles okay, soweit. Ich meine, ohne den könnte er wahrscheinlich nicht mal wirklich laufen. Ist ja so ein Wunderding, der Anzug. Na? Schön, Sie zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Ist das Starcard? Oh, eine Starkarte. Was haben wir denn? Arcade? Ich kenne den halt nicht. Liebster Captain. Captain, oh mein Captain. So, komm, wir spielen mal einen Klassiker hier. Zack. Lass Punkte ansehen. Wow,
Diese Alter. Grafik wirkt äußerst realistisch. Ja! Ich meine, als wäre ich wirklich im Spiel. Ganz ehrlich, wenn man davon ausgeht, dass die diese wirklich Computerspiele hatten und wir 1960 haben, ne? Okay, Episode 1 Flucht aus Wolfenstein. Lass sie nur kommen. Oha. Ich kann es mit der Maus spielen, ist das gut. Leute, das ist echt das Originalspiel. Wie geil ist es, bitte? Oh, das ist das Originalspiel. Fantastisch. Fantastisch. Irgendwo eine Wache, ich brauche Muni. Er sieht halt echt original aus. Das ist so gut. Nur steuert sich halt viel besser. Oh, wir müssen auch nicht nachladen, das ist das Schöne. Oh! Mein Leben! Und hier ist ein Secret, das kennen wir. Oh, es ist so geil, Leute. Ein Maschinengewehr. Ich glaube, man wechselt die automatisch, weil es halt auch dieselbe Munition braucht. Oh, der Original Blasco. Die Samples sind so super. Ei! Na? Es läuft als 100 mal flüssiger, wie gesagt. Oh, die Kreuze, das ist halt Bonus einfach nur, das können wir mal aufsammeln. Was? Blaskovic! Ey, nicht, dass mir jemand nachkommt. Oh, wie gut, was für Punkte. Max, ich hab deinen Score fast. Ich hab den sofort. Glaub mir das. Ich glaube, Max ist ein bisschen böse, wenn ich das hinkriege, oder? Ist aber egal. Hopp, hopp, hopp. Was? Das sind mehrere. Ich hab sie gehört. Hey. Au. Au, 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 au. Wir sind Schwarzenegger-mäßig. Lalalal. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Habe ich immer eine Karte? Ich will jetzt nicht. Nein, ich will nicht. Oh nein. Finale? Zum Spiel. Okay, ich wollte schon sagen, ich habe es jetzt verkackt, aber geht noch weiter. Die Grafik ist so realistisch, sagt er. Na gut, wie gesagt, damals war das halt der Shit, wenn ich mal so sagen darf. Da war das richtig, richtig hardcore, gute Grafik. Ei! Yay, der erste Level. Aber ich werde es nicht weiterspielen, Leute. Das ist ein bisschen zu retro, oder? Mal zugegeben. Das andere war ja eine nette Dreingabe, aber... Nee, lass mal. Get psyched. Was? Zweiter Level? Nee, komm. Huch. Huch. Nee. Lassen wir. Alles klar, Leute. Was? Okay. Ich dachte eben. Nö, macht Spaß, macht Spaß. Ich werde mich noch ein bisschen weiter umsehen nächstes Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und mir natürlich ein Like und Kommentar hinterlasst. Das wäre echt dufte von euch. Und dann geht's auch bald schon weiter. Wie gesagt, je mehr Feedback, desto mehr... Ja, Böcke. Ja, auch so eigentlich Böcke. Könnt ihr machen. Lasst mal da, es freut mich. Wir sehen uns zu Wolfenstein, The New Colossus. Bis zum nächsten Mal.